und Eckstoß. Woodcock und Kullmann. Aber dann hat Müller den Ball. Das war schon die erste große Möglichkeit. Da gibt es einen erneuten Freistoß. Schon ausgeführt. Und der Schussversuch von Lidbarski. Manfred Müller hat den Ball, der nass ist, den man sicher nicht gut festhalten kann, über die Latte gelenkt. Alofs beim Eckstoß. Und da ist das Tor. Von Steiner erzielt. 20. Spielminute. Eckstoß Alofs. Kopfball. Wir sehen es noch einmal. Der Eckstoß von Alofs. Und dann springt ein Kölner. Für mich ist es Steiner am höchsten. Da sind zwar zwei Bayern-Spieler an den jeweiligen Pfosten platziert, aber sie können den Ball nicht mehr. Da ist Breitner mal am Ball. Rummenigge von Wilmer konsequent bewacht. Da gibt es keinen Raum. Jetzt hat er ihn aber doch. Und da hätte Rummenigge mich fast lügen gestraft. Das war eine gefährliche Situation für die Kölner. Da haben wir noch einmal, wie er sich sehr geschickt von Wilmer löst. Der versucht, ihn am Trikot festzuhalten. Schumacher heraußen. Wieder Breitner. Da geht Tremmler. Hoeneß Kopfball und Reaktion von Schumacher. Das war nun innerhalb von 3 Minuten. Freistoß Alofs. Abgewehrt von Niedermeyer, Bonhoff und Konopkas. Schussversuch. Torwart Junghans. Gespielt. Alofs am Ball. Die Bayern ziehen sich sofort dann wieder zurück, wenn die Kölner kommen. Da geht Bonhoff. Und Woodcock. Und das 2:0. Woodcock nicht im Abseits. Der Linienrichter hatte nicht gewunken. Der Schiedsrichter guckte noch einen Moment zu seinem Linienrichterkollegen. 12 Minuten gespielt. Das 2:0 für den 1. FC Köln. Noch einmal sehen Sie Alofs. Dann kommt Bonhoff, seine Flanke. Nein, Woodcock steht da. Mit Sicherheit nicht im Abseits im Moment der Ballabgabe. Ganz korrektes Tor. Junghans hat keine Chance mehr. Das 2:0. 12 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt, 57. Spielminute. Und jetzt wird es schwer für die Bayern. Breitner und dann Niedermeyer, der hat ja einen gewaltigen Schuss. Von einem Kölner abgefälschter Ball. Konopka liegt da. Erneuter Eckstoß für die Kölner. Noch einmal der Schuss von Niedermeyer, in den sich Konopka hineinwirft. Und der Ball dadurch wahrscheinlich abbleibt. Freistoß für Köln durch Bonhoff. Strack ist da. Rot. Und das ist ein Tor. Oh, was da, was für ein Tor. 8 Minuten vor dem Spielende. Thomas Groth, der ist etwa 10 Minuten in der Partie, ist das 3:0. Noch einmal die Vorlage von Strack. Und da nimmt Groth den Ball Volley aus der Luft. Erwischt ihn richtig. Junghans steht ein wenig zu weit vor dem Tor, kann den Ball nur noch nachsehen. Das ist natürlich die endgültige Entscheidung. Das kann die Mannschaft des FC Bayern nicht. Kommt nicht an. Engels noch einmal. Wieder Groth. Strack. Und das 4:0. Das ist natürlich jetzt eine derbe Abfuhr für die Bayern. Gerd Strack, der Kölner Libero, und Freude bei Trainer Rinus Michels und Horst Köppel. Noch einmal die Flanke von Groth. Diesmal hat er die Flanke geliefert. Das 4:0, 5 Minuten vor dem Spielende. Exakt in der 86. Minute durch Gerd Strack. Keine Chance für Junghans. 4:0 führt der 1. FC Köln, Torschütze. Und da ist das Spiel zu Ende. Der 1. FC Köln schlägt, man muss sagen, verdient im Müngersdorfer Stadion vor 60.000 den FC Bayern München mit 4:0. Noch einmal die Torschützen Steiner, Woodcock, Groth und Strack. Ein geschlagener Paul Czernay, ein jubelnder Rinus Michels.